that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one. Is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one. Is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose? Between music and money, fans and friends, I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I'll keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But nah, fuck it, I ain't in it to lose. I wanna be number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top of one. Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Ranui und ich hoffe, euch haben die Aufnahmen der neuen Canon G7X bzw. meiner neuen Canon G7X gefallen. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Infos geben, wozu dieses Video eigentlich da ist. Und zwar als erstes Gamescom. Ich werde Freitag und Samstag die kompletten Tage auf der Gamescom sein. Ihr könnt, wenn ihr mich tatsächlich sehen solltet, erkennen solltet, wenn es da einen von den 86 Leuten gibt, gerne könnt ihr mich gerne ansprechen oder mal kurz labern. Oder ihr schreibt mir auf Twitter oder Instagram oder sowas, weiß ich, wo es übergeht, oder in die Kommentare. Dann machen wir ein Treffen aus oder so, wenn ihr mal kurz schnacken wollt. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe eigentlich immer Zeit. Ich habe da keine wichtigen Termine oder so wie die anderen alle. Alles easy, Leute. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Zweite Sache, und zwar mein Kanaldesign. Ich habe ja einen neuen Banner. Ranuris Great Britain Adventure. Habe ich mir ziemlich viel Mühe gegeben und ich möchte meinen, der ist mir auch ziemlich gut gelungen. Und was auch mit dem Design zu tun hat, sind die Thumbnails. Ich habe jetzt die Thumbnails endlich einheitlich hingekriegt, weil ich war mir nie sicher, wie soll ich die machen, welches Design soll ich da nehmen. Und jetzt habe ich ja diese Streifen genommen, wie die meisten schon gesehen haben dürften. Also ein einfarbiges Bild und oben und unten sind noch so weiße Streifen, die dann halt auf YouTube auf der Seite nicht zu sehen sind und man sieht nur diesen bunten Streifen. Das gefällt mir ziemlich gut und das werde ich jetzt auch mal eine Weile beibehalten. Da ist auch ein bisschen System drin und zwar sind alle Unboxings, wie ihr auch in der Playlist auf dem Kanal sehen könnt, sind so rosa oder pink oder lila, wie auch immer, ich kenne mich da nicht aus. Damit man die halt ein bisschen auseinanderhalten kann. Und alle Real-Life-mäßigen Videos, also das mit Dagi zum Beispiel, oder das Schule versaut, wir treffen mit Waititi, oder die kommenden Vlogs, generell Vlogs, die sind alle schwarz-weiß. Damit schon mal zu erkennen, es sei denn, es ist ein Real-Life-Video, das ist kein Gaming-Video, denn die Gaming-Videos sind bunt gemischt. Habt ihr es ja sicher schon aufgefallen, dass Left 4 Dead zum Beispiel grün oder das Brawlhalla ist. Oh, mein Akku ist gleich alle. Das Brawlhalla ist blau. Und ja, das war die zweite Sache. Nummer 3. Mein Social Media Zeugs. Ich war ja nicht zufrieden mit meinem Namen RanuriTV. Überall auf Facebook, Twitter, Instagram heiße ich ja RanuriTV und ich hasse dieses TV dahinter. Das hat mir schon immer nicht gefallen.
Und ich habe echt Wochen, Monate lang nachgedacht, wie ich mich denn da nennen könnte. Und jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Alliteration nehme, Real Ranuri. Ich heiße ja früher auf meinem alten Kanal, hieß ich auch noch, beziehungsweise damals, als ich meinen alten Kanal noch hatte, hieß ich auf Social Media Real Raminator. Und ich finde diese Alliteration immer recht cool. Wie zum Beispiel auch Concrafter, der heißt ja Laser Luke, finde ich auch einen recht coolen Namen und sowas ähnliches wollte ich halt haben. Und zu dem Entschluss bin ich jetzt gekommen, dass ich Real Ranuri nehmen werde. Fängt beides mit R an, ist halt real, ist halt dazu, real ist halt dazu sagen, dass ich da ein bisschen persönlich bin auf diesen Social Media Plattformen. Nicht halt so wie in den Videos, wo ich halt Gaming zeige oder mich da rumrenne, sondern das ist halt meine persönliche Plattform beziehungsweise Profil, auf dem ihr mir denn folgen könnt und etwas mehr aus meinem Leben erfahren könnt, zumindest mehr als in den Videos. Ja, da gibt es dann auch regelmäßig Updates, zum Beispiel werde ich auf Twitter schreiben, wenn ich denn auf der Gamescom angekommen bin, wo ich da gerade bin und so, werde ich ab und zu mal ein Update geben. Vierte Sache ist mein Schnittprogramm. Wie ihr ja wisst, habe ich mir einen Laptop gekauft für London und mein iMac habe ich verkauft. Dementsprechend kann ich nicht mehr mit iMovie schneiden, wie ich es vorher immer gemacht habe. Jedes einzelne Video auf dem Kanal und auf dem alten Kanal war mit iMovie geschnitten. Und zwar schneide ich jetzt mit Premiere. Das ist auch gerade offen da noch, dieses Video hier gerade. Und zwar Premiere, weil eigentlich hätte ich gekonnt, hätte ich Final Cut genommen, aber das gibt es hier nur für Mac und ich habe halt kein MacBook. Und deswegen war Premiere die nächste Wahl. Ich möchte ja auch beruflich in die Richtung gehen, so Videoproduktion und Schnitt und so weiter. Und dafür, da muss man solche Programme können, also Premiere oder Avid oder Final Cut eben sind halt da immer gefordert. Und Premiere wäre halt das naheliegendste. Das werde ich dann lernen, während ich in London bin. Beziehungsweise jetzt schon für die Gamescom und so weiter werde ich das benutzen. Und eben auch dieses Video ist mit Premiere geschnitten, das allererste. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, aber es läuft. Ich komme damit klar. So. Jetzt habe ich alles abgearbeitet. Alle vier Sachen sind gesagt. Ist sozusagen auch so ein Patch-Video. Und dann würde ich sagen, das nächste Video wird ein Gamescom-Vlog sein. Ich weiß noch nicht, wie viele Videos ich mache. 2, 3, vielleicht auch nur eins. Vielleicht auch wieder so ein extra Loot-Video wie letztes Jahr. Wir werden sehen, beziehungsweise ich werde sehen. Gut, morgen geht's los zur Gamescom. Morgen haben wir Mittwoch, genau. Und Freitag und Samstag bin ich dann da. Das war eigentlich die Hauptintention, dieses Video hier zu machen. Und dann sehen wir uns auf der Gamescom. Ciao.